Dabei platzt mir der Sack. Nur weil ich ein Knacki bin, ist jedes Wort von mir eine gottverdammte Lüge. Ganz recht. Und deswegen mit Reggie Hammond beschissen. Ganz recht. Mann, bring mich bloß zu meinem Porsche. Ich hab den Kanal gestrichen voll. Ja. Was ist? Hast du Rheuma im Arm? Nein, eine Schusswunde. Tut sie sehr weh? Ja. Schön. Hey! Du alte schwarze Negermimose! Wo willst du überhaupt hin? Direkt! Möglichst weit weg von dir! Noch jemand hoppeln? So gefällt's mir, Rex. Nimm deine Griffe von mir. Die Bullen wollen mich rausschmeißen. Die wollen mich ein paar Jahre aus dem Verkehr ziehen. Würden Sie uns Inspektor Keats dienstliches Verhalten beschreiben? Wenn ein Polizeibeamter sich anmaßt, gegen geltende Dienstvorschriften und gegen die Bürgerrechte Tatverdächtiger zu verstoßen, erschwert er jedem anständigen Polizisten, der sich da draußen bemüht, seine Pflicht zu tun, die Arbeit. Ja, diesmal hast du Ärger mit den Bullen. Gut, gut. Obwohl ich mich mies gefühlt habe, weil du mein Geld behältst, geht's mir jetzt bedeutend besser und ich werde hundertprozentig nicht mit dir mitfahren. Ich habe die letzten 4 Jahre einen Drogendealer namens Iceman gejagt und letzte Woche habe ich erfahren, dass dieser Iceman dich für immer in die Grube schicken will. Seit 4 Jahren bist du die erste heiße Spur, die ich habe, Reg. Jack, wenn du Sympathie erwartest, bist du an den Falschen geraten, okay? Ich wollte eigentlich nach Florida, um bei meinem Onkel in den Gebrauchtwagenhandel einzusteigen. Stattdessen stehe ich hier bei dir, bin pleite, man hat auf mich geschossen, ich saß in einem Bus, der sich 20 Mal überschlagen hat, mein Haar und mein Anzug waren voller Glassplitter, mein Walkman ging kaputt, meine James-Brown-Kassette verloren und dann wurde ich noch von einem riesen LKW angebufft, also lass mich bloß in Ruhe. Und was ist mit dem Mädchen? Angel? Auf die Arbeit ist schon seit über einem Jahr nicht mehr hier. Die ist jetzt Tänzerin im Birdcage in North Beach. Warum schreiben Sie sich das nicht auf? Hey, glauben Sie wirklich, Bullen können schreiben? Die hauen ab! Schreib schon! Du steckst tief in der Scheiße, glaub mir das. Erzähl mir lieber was Neues. Ich will dir was sagen, Jack. Wenn Scheiße wertvoll wäre, kämen die armen Leute ohne Arschlöcher auf die Welt.